Morgens und mittags stehen 4 gelbe Bonibusse für die Kinder der katholischen Bekenntnisgrundschule St. Willehard im niedersächsischen Nordenham bereit. Ich finde es toll, dass alle Klassen gemeinsam mit in einen Bus fahren. Die teils ehrenamtlichen Busfahrerinnen und Busfahrer bringen die Schülerinnen und Schüler sicher zur Schule und wieder nach Hause. Ich freue mich schon, wenn ich die Kinder abhole. Die freuen sich, wenn sie mich sehen, weil wir auch Spaß im Bus mal machen. Die 4 Bonibusse sind nicht nur für die Schulkinder im Einsatz. Die Bonibusse gehören in das Stadtbild von Nordenham. Es kennt sie jeder. Ja, für uns ist es wichtig, dass wir Möglichkeiten haben, Menschen zusammenzubringen. Wir haben aber auch dadurch, dass wir diese Bonibusse haben, eben das Gemeindeleben in Aktion für Jugendliche, für Erwachsene und für ältere Menschen. Da sind wir sehr dankbar für. Außerkirchlichen Gruppen wie der örtlichen DLRG oder den Sportvereinen werden die Fahrzeuge ebenfalls zur Verfügung gestellt. In den Sommermonaten profitiert auch die Urlauberkirche in Budjadingen vom Bonibus. Wir machen verschiedene kulturelle Programme, wie in Tossens an der Oase, eine Atempause, die Kirchenzelte für Kinder und Familien mit Bastelangeboten, aber auch mit solchen Ausflügen. Und da ist es ganz praktisch, dass wir vom Bonifatiuswerk dieses Auto haben, um auch Ausflüge zu machen hier in die Region, da wo Urlauber eigentlich sonst nicht hinkommen, um auch Familien hier durch die Wesermarsch zu fahren. Der Bonibus bewegt und verbindet in seiner ganzen Vielfältigkeit. Gerade hier an der Nordseeküste.